Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar, Leute, heute sind ja endlich die Wochenaufgaben der Woche 11 rausgekommen. Wenn ihr schon nichts mehr verpassen wollt, gerne auch Button und Glocke aktivieren, um das zu passen. Geld da unten lassen, Leute, würde mich eben so freuen. Und ja, die erste Story-Aufgabe habe ich sogar schon tatsächlich gemacht. Und zwar die erste lautete, ich bin gerade echt nicht das Fundament, sondern der Ursprung, jetzt habe ich es. Der Ursprung hat nämlich in diesem Audiolog gesagt, quasi als wir die Mission gemacht haben, und zwar, dass er bis jetzt nichts von Paradigma gehört hat. Das wirft jetzt natürlich so einige Fragen auf, weil Stand aktuell hat man ja eigentlich gesagt, dass Paradigma natürlich auf der Karte, natürlich auf dem Weg zur Karte ist und uns natürlich helfen wird. Aber der Ursprung hat jetzt bestätigt, dass die, dass Paradigma scheinbar nicht, zur Karte kommen wird. Wir haben ja, ich meine, wir haben ja auch diese Figuren bekommen. Es könnte sein, dass die das mit uns zusammen machen und so weiter. Aber dass Paradigma nicht dabei sein wird. Was natürlich Fragen aufwirft an der Stelle. Scheint zu funktionieren. Ja. Vielleicht. Der Wissenschaftler rechnet zu 72% damit, dass der Start gelingt, was nicht schlecht ist. Oh, oh. Eine 3 minus. Oh. Wir brauchen Treibstoff. Nimm dieses Nanobatterie-Ladepack. Es sieht leicht mitgenommen aus, aber sollte funktionieren. Sammle IO-Treibstoffzellen und lade damit das Ladepack auf. Es wird unterwegs Treibstoff verlieren, aber solange du 50% Ladung mitbringst, reicht das dem Mac. Vielleicht. Leicht. Ist hier hinten vielleicht auch einer? Ja, okay, ich kann den mitnehmen. Ladepack online. Komm mit mindestens 50% Ladung wieder. Mit 50% Ladung. Stehe Treibstoffzellen bei Command Cavern. Dieser Storyteil zum Beispiel war nicht mit dabei gewesen. Das stand da jetzt nicht dran. Komischerweise. Na gut, aber machen wir. Gehen wir mal rüber. Und klauen da was. Würde ich doch mal sagen. Es ist entspannt, muss ich sagen. Steht Treibstoffzellen bei Command Cavern und bringt die mindestens halb voll Rucksack zu. Außenposten 2 oder Außenposten. Okay, hier unten soll ich irgendwo Treibstoffzellen herkriegen können. Ist die Frage, wo? Ah, nein, was ist so, was ist so, okay. Probieren wir es doch mal, würde ich sagen, ne? Probieren geht nämlich immer über Studieren. Aha. Tatsächlich. Okay, das haben wir eingesammelt. Okay, jetzt hat er. Jetzt hat er doch 50% oder hat er mehr? Probieren wir mal. Gucken wir mal, ob es was gebracht hat. Oder ob wir mehr brauchen. Ich darf nämlich nicht zu viel Treibstoff verlieren. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Oder müssen wir wieder zurück? Das wäre natürlich äußerst doof. Ah, hat schon ein bisschen Geld fürs verloren. Doch, doch, wir können abgeben. Treibstoffzellen stabil. Let's go. Wissenschaftler baut sie sofort ein. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, okay? Oha. Ich bin die, die Rückendeckung gibt. Aha. Oh mein Gott. Mies, dass mich wieder jemand hier sprayen muss, ne? Schade einfach. So, muss ich nochmal eine neue Runde starten, weil mich gerade ja jemand ekelhaft weggelasert hat, aber egal. Nächste Runde, nächstes Glück und auch nächste Story-Aufgabe. Bis jetzt war ein bisschen Story vorhanden gewesen, muss ich sagen, aber vielleicht wird sich das noch ändern. Wer weiß das schon. Aber es kursieren momentan auch ein bisschen Gerüchte rum. Und zwar, dass die Story-Aufgaben, wenn man sie erledigt hat, vielleicht noch gar nicht zu Ende sind. Und zwar, dass wir noch einen passenden Teil davon bekommen werden, vielleicht am Donnerstag, wenn die wöchentlichen letzten Aufgaben rauskämen. Ich meine, es wäre natürlich nicht zu knapp an der Stelle. Es wäre eigentlich auch vielleicht genau richtig, noch mal da was reinzutun, auf jeden Fall. Weil ich denke, den meisten wird es auch so vorkommen, als ob die Story einfach noch nicht fertig ist. Kann ich verstehen.
nochmal. Ich würde jetzt unglaublich gerne eine motivierende Rede halten. Ja, Jones. Darüber sprechen, wie wichtig die Schlacht ist und wie wichtig jeder einzelne von euch ist. Denke ich mal. Doch angesichts unserer Werte sollten wir bis zur letzten Sekunde trainieren. Ah ja. Das ist kein Scherz. Schnappt die von den Schleifengängern gewählten Waffen und feuert. Ich weiß, Schleifengänger sind friedliebend, aber versucht wenigstens zu zielen. Das wird euch gefallen. Jetzt muss ja eine MK7 aufteilen. Das ist super. Das war wahrscheinlich die Mission, die die dazu beitragen soll, dass wir das hinkriegen und so weiter. Gegen natürlich in der Schlacht gegen Sloan an der Stelle. Mein storytechnisch ist es ja nicht so unlogisch, aber irgendwie auch ein bisschen korrupt, könnte man sagen. Ich meine, was heißt, dass Schleifengänger friedliebend sind? Die meisten schießen sich doch eh nur ab. Also, dass wir friedliebend sein sollen, das wäre mir jetzt auch neu. Ich finde hier safe keine MK7, oder? Nirgends. Normalerweise ist es immer so, wenn du sie nicht brauchst, findest du sie. Wenn du sie brauchst, dann findest du sie nicht. So ist es immer. Hier eine. Der hat sogar eine epische. Danke. Ü-Gegner mit der MK7 Schatz. Och nein. Mach doch nicht den, Bruder. Mach doch nicht den Minus-Move. Ist überhaupt bis eine da rausgekommen, oder was? Meinen anderen habe ich ja gerade nicht. 500 Damage kann ich den aber erst recht nicht machen. Wir können auch einfach eine IO-Wache töten. So wäre es ja auch nicht. Ist der noch hier? Mies. Drinne. Bam, da waren alle Hits sauber drinne. Warum nicht gleich direkt 100er Hits drinne? Okay, es war kein guter Spieler, aber es war ein Hit. Hier hat er schon gelootet. Kollege Schnürschuh, aber das hat er nicht gelootet. Tja. Schaden mit der MK machen zu wollen. Hättet ihr mir auch da was Leichteres geben können. Würde aber auch sagen, ich ziehe das Video nicht so lange. Ist nämlich untypisch für mich. An der Stelle. Ich will ja nicht, dass ihr hier euch ein 50-Minuten-Video reinziehen müsstet oder so. Würde einfach sagen, ich melde mich einfach gleich zurück, wenn ich die Aufgabe entweder habe oder an dem vorhandenen Spot bin, wo ich eigentlich hin wollte. Der Collider könnte auch ein bisschen schwierig werden, da hinzukommen. Aber vielleicht ist es ja möglich. Also ich habe die Mission jetzt abgeschlossen. Das war jetzt eigentlich nur Teil meines Plans gewesen. Dass vielleicht, ja, dass ihr vielleicht das auch mitkriegt, jetzt sollte, aber das, da habe ich jetzt ein bisschen verkackt an der Stelle, aber was soll man machen? So, geht der nochmal Holz holen? Passt das nämlich? Gut, wo müssen wir zunächst hin? Oh Mann, das kann ich diese Runde gar nicht mehr machen. Ich würde sagen, ich melde mich einfach gleich wieder, wenn ich in der neuen Runde bin und wir das auch haben an der Stelle. So, und du kommst mir gerade gleich, ne? Zu leiden. Du hast mich nicht getötet, Kollege. Okay.
Paradig war. Und seiner Frau? Ja, ja. Und Malo. Kannst ja nicht. Du sitzt ja im Rollstuhl. Hey, was ist denn das? So, nächste Story-Aufgabe an der Stelle. Gehen wir mal direkt rein hier in die Action. Alter, der Kleider, der passt irgendwie auch echt gut zu Paradigma. Den fühlte ich irgendwie. Ja, da vorne, da vorne, da vorne. Ah, überlenken, überlenken. Komm, 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 komm. Und rein da. Okay, ganz ruhig, ich frage. Hä, was? Also, Charlie hat bald seine letzte Fahrprüfung und würde sich über eine letzte Auffrischung mit dir freuen. Ihr könntet eine Runde zwischen den Posten der 7 drehen. Aber unter Tempo 60, okay? Fahrbahn anständig. Geil, dass der Typ gerade unbedingt alles kaputt gemacht hat, ne? Echt funny, Bro. Wenn mir jetzt jemand das Auto geklaut hat, dann bin ich echt sauer. Ne, das Auto steht da. Ich dachte schon. Es ist. Es war noch nicht zu sehen gerade. Oh, Mann. Warum müssen die Leute auch so 31er machen? Ich versteh's nicht. Bro, lass mich doch einfach nur meine Aufgaben machen. Da ist es gut. Fertig. Das ist typisch. Das ist typisch Gegner. Die wollen einfach nur abfacken. Bitte ist der Typ da vorne weg. Nein, abbremsen. Aber ist der Typ da weg? Jetzt wäre ich wieder so sauer.
Wenigstens haben wir das gemacht. Ja, und die ganzen Missionen sind somit durch. Ich hab's geschafft, Leute. Die Aufgaben sind somit durch. Aber es steht dran, die sind scheinbar nicht aktuell verfügbar. Im aktuellen Match nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ob das heißt, ob wir nochmal Story-Aufgaben kriegen oder ob das vielleicht noch eine andere Beteiligung haben soll. Ich weiß es nicht. Wer weiß, wer weiß. Einfinden, oder? Fall der Misch. Keine Angel, schade. Hätte kein Harponierer. Einer der Aufgaben, die so rund macht, ist echt belastend. Vor allem ist das meine letzte sogar. Oder komme ich noch nach Blockchamp? Mal gucken. Ich würde sogar noch hinkommen. Oh nein, ich hasse mein Leben. Ja, aber irgendwie klar. Zählt auch der da? Ah, ne, zählt nur der da. Okay, dann können wir da hingehen. Mann, solche 31er, warum schießen die denn auch auf mich, ey? Ich hab doch Granaten hier. Auch meistens so. Ja, geht die Achse hoch, Alter. Ich muss doch mal zu einem. Mano. Ey, das ist so doof. Wegen einer Aufgabe. Das gibt's doch gar nicht. Mann, nein. Jetzt mach ich wieder eine Auge. Ich dreh durch. Ja, schieß noch mehr drauf. Komm. Ja, mach kaputt. Das war nicht. Okay. Nein, 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 nein. Ich steig aus. Kein Bock mehr. Ich jag mich selber auf, ich hab da keinen Bock drauf. Bitteschön. Bitteschön. Das ist gut. Kannst du mitmachen, was du willst. Ja, die lebt schon nicht mehr. Jetzt fühlt er sich cool, weil er einen Heli runtergeschossen hat, leider so ein Ding. Ist hier noch einer? Ach, da hinten, in der Zone. Mist. Das ist jetzt schlecht. Na gut, krieg ich jetzt. Bam, 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 bam. Mach's kaputt. Ja, 15 von 20, genau, ach komm. Easy, so eine Bullshit-Aufgabe, das gibt's gar nicht. Das ist ja wieder unten vom Gegner gekommen. Wieso?
Ja, war ein ganz schöner Schuss. Aber hier kommt wirklich echt keine Push mehr. Ich würde sagen, ich spiele jetzt noch die Runde aus und dann beende ich das Video auch an der Stelle. Nee. Mann. Egal, dann kill ich mich halt. Die Runde bringt mir eh nichts mehr im Grunde genommen. Hopp! Let's go! Gut, Leute, dann würde ich das Video an der Stelle auch beenden. Ich hoffe, euch hat es mir immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts dazu passen. Gerne aber einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir die Kommentare aber gerne durch. Dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag, Leute, und bis zum nächsten Video. Bye.